Hallo und willkommen zu unserem ersten Rückblick in Videoform, wo wir uns heute mal was Besonderes ausgedacht haben. Wir wollen einen Blick zurückwerfen auf Resident Evil und haben dazu die Original PlayStation mitgebracht, mit dem Director's Cut. Ich habe mir das ursprüngliche Spiel damals nur ausgeliehen und mir dann später den Director's Cut gekauft. Und stilecht habe ich den Original PlayStation Controller dabei, also noch ohne DualShock Analogsticks. Da ist eine witzige Geschichte. Heutzutage würde man einfach ein Patch nachreichen, wenn dann die Analogsticks unterstützt werden. Und das Rumble ging natürlich damals nicht. Dafür mussten tatsächlich komplett neue Spiele gebaut werden. Und das hat Capcom dann auch gemacht. Die haben den Director's Cut also später nochmal neu aufgelegt, extra mit der DualShock-Unterstützung. Wir drehen mal wieder am Rad der Zeit, genau gesagt ins Jahr 1996, in dem dank Resident Evil das Genre des Survival-Horrors mit frischer Angst und vor dem Zombie-Gestank aus seinem Grab emporstieg. Nein, entgegen einer weit verbreiteten Meinung ist der PlayStation-Klassiker aus der Feder von Shinji Mikami nicht der Begründer des Survival-Horrors. Da war Infogrames mit dem 1992 veröffentlichten Alone in the Dark doch etwas schneller. Trotzdem sorgte Capcom mit seiner Renaissance des virtuellen Horrors, die mit prominenten Vertretern wie Silent Hill, Eternal Darkness und zuletzt Dead Space 2 bis heute anhält. Die Spielmechanik und Technik hat sich seit damals zwar verändert, doch das Stil ist gleich geblieben. Mit gezielten Schockmomenten, bedrohlichen Situationen, düsteren Schauplätzen und Psychospielchen will man den Spieler in den Wahnsinn treiben und ihnen im Überlebenskampf einen Adrenalinkick verpassen. Ich kann mich noch genau an meine erste Begegnung mit Resident Evil erinnern. Eigentlich steckte ich gerade mitten in der mittlerweile indizierten Alien Trilogy von Acclaim und meinte irgendwann zu einem Kumpel, dass ich dort teilweise Angst habe, mit knapper Munition einen der düsteren Gänge entlang zu gehen. Und dann noch diese furchteinflößende Musik. Das ist doch gar nichts, erwiderte er. Zock mal Resident Evil, dann weißt du, was echter Horror ist. Gesagt, getan, und schon ein paar Tage später stand ich bei ihm auf der Matte, um mir dieses Gruselspiel vorführen zu lassen. Dabei war ich zunächst eher geschockt von diesem trashigen Intro mit Realschauspielern, Pixelblut und C-Movie-Flair. Auch die ersten Minuten im mysteriösen Herrenhaus konnten mich trotz Zombie-Begegnungen und durch Fenster springende Köter noch nicht vom Hocker reißen. Das sollte wirklich gruseliger sein als Alien Trilogy. Ich war skeptisch. Trotzdem lieh ich mir das Spiel von ihm aus, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch besser werden würde. Und ich wurde nicht enttäuscht. Ja, genau wie das Trash-Intro ist natürlich mittlerweile auch das Voice-Acting hart an der Grenze. Aber wodurch sich der Director's Cut speziell ausgezeichnet hat in der deutschen Version, waren die ganz, ganz schlimmen Feder- und Übersetzungsfehler. Eben hat bei einem Kann schon mal ein N gefehlt bei den Untertiteln. Aber der wahrscheinlich dickste Klopper war der Dietrich. Der im Director's Cut mal einfach, zu den Dumm-Dumm geschossen wurde. Gerade beim Survival-Horror ist es ein gewaltiger Unterschied, ob man das Spiel bei Tageslicht bei einem Freund ausprobiert oder nachts allein vor dem Bildschirm klebt und die Anlage aufdreht. Erst als ich mich wahlweise mit Chris Redfield oder John Valentine allein durch die Zimmer, Verstecke und Gewölbe des unheimlichen Anwesens in der Nähe von Raccoon City gekämpft und gegruselt habe, konnte ich die Angstaussage schließlich nachvollziehen. Alleine bei der Musik mit ihren tiefen Streichern kann einem schon ein Schauer über den Rücken laufen, wenn man in einem dunklen Raum sitzt. Doch auch die für damalige Verhältnisse phänomenale Grafik hat einen entscheidenden Teil zur Atmosphäre beigetragen. Vor allem die vorgerenderten Hintergründe, die auf den dramaturgisch aufregenden Kamerawinkeln inszeniert wurden, waren eine Augenweide. Doch auch die Polygonmonster vom einfachen Zombie über hinterhältige Hunter bis hin zu ekelhaften Spinnen konnten sich sehen lassen. Unvergessen bleibt für mich der Kampf gegen die gigantische Giftschlange oder das Herzschlagfinale gegen den mächtigen Tyrant. So, und auch noch eine schöne Geschichte. Nicht nur Gegner wie Zombies oder später die Hunter konnten gefährlich sein für die Figuren, sondern auch fiese Fallen, die aufgestellt wurden. Relativ früh findet man ja schon die Shotgun, die man natürlich sofort einsammeln will. Na? Aber man hört es schon. Klick. Und wenn man jetzt wieder mit der wunderbaren Panzersteuerung rausgehen möchte, kamen die Folgen. Jetzt bin ich nur gespannt, ob Barry mich rettet, weil das kann auch passieren. Gerade hier in der Jill-Episode
oder ob ich jetzt tatsächlich drauf gehe. Eine andere Möglichkeit wäre jetzt natürlich noch, die Shotgun wieder an die Stelle zurückzulegen. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Okay, Barry ist da. Neben der Splatter-Action hatte der Titel auch einige Rätselelemente zu bieten, obwohl meist nur Schalter in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt oder diverse Schlüssel sowie Artefakte gefunden werden mussten, mit deren Hilfe man Zugang zu neuen Bereichen des Anwesens bekommen konnte. Manchmal spielte es sogar eine Rolle, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein, um eine Zwischensequenz betrachten zu können. Zudem gab es nicht nur aufgrund der beiden Protagonisten verschiedene Endsequenzen, insgesamt 8 an der Zahl. Auch manche Taten im Spiel haben darüber entschieden, ob zum Beispiel ein bestimmter Charakter überlebt oder nicht. Man denke da nur an Barry. Selbst das Auftreten von Figuren kann ausbleiben. Während Rebecca Chambers in Jills Abenteuer mit keinem Wort erwähnt wird, trifft man sie mit Chris sogar persönlich und hilft ihr sogar. Ein Kernelement der Spielmechanik lässt sich zwar nicht logisch erklären, sorgt aber immerhin für Dramatik. Und das sogar noch beim Reboot der Serie mit Resident Evil 4. Man hat als Spieler nicht die Möglichkeit, sich gleichzeitig zu bewegen und zu schießen. Auch der konstante Munitionsmangel trieb mir mehr als einmal die Schweißperlen auf die Stirn. Genau wie das Speichersystem mit seinen begrenzten Farbbändern, Schreibmaschinen und Inventarkisten. Wenn man sich mit knapper Lebensenergie, kaum Munition und ohne die heilende Wirkung von grünen Kräutern bis zum nächsten Speicherraum schleppen musste, lernte man diese Designentscheidung zu hassen. Etwa ein Jahr nach Veröffentlichung schob Capcom den Director's Cut nach. Neben der Originalversion enthielt diese einen leichteren Schwierigkeitsgrad, sowie die besagte Neufassung, bei der viele Kameraperspektiven geändert und die Gegenstände an anderen Orten versteckt oder platziert wurden. Die Gegner treten in der neuen Version außerdem stärker auf und erscheinen teilweise ebenfalls an anderen Stellen. Der Zugang zum Kleiderschrank, den man beim Original erst freispielen musste, steht hier außerdem von Anfang an zur Verfügung, sodass man schon kurz nach dem Spielstart in verschiedene Outfits schlüpfen kann. Die Videosequenzen wurden ebenfalls leicht verändert. Zum einen wurden Intro und Epilog jetzt in Farbe abgespielt, während das Original schwarz-weiß war. Zum anderen gab es die ungeschnittenen Versionen zu sehen, die zuvor nur in der US-Version von Resident Evil enthalten waren. Trotzdem zählt für mich auch diese überarbeitete Version zu den Klassikern, die man unbedingt mal gespielt haben sollte.